Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Ich weiß, kam in letzter Zeit relativ wenig von mir. Es tut mir leid. Privat war da ein bisschen Heckmeck. Auf jeden Fall. Wir spielen jetzt weiter Final Fantasy 15. Was ist das? Wir müssen. Der Deal mit Dino. Wir müssen uns zum Miralvorkommen begeben. Was ist das für ein Vieh? Aus wie ein riesen Chicken. Keine Ahnung. Das ist ein großer Schnabel auf jeden Fall. Nicht zu wecken, bitte. Oh. Shit. Shit, 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 shit. Das Ding ist riesig. Nicht wach machen. Oh Gott. Glück gehabt. Was war geworden, das Ding? Ja, wir müssen jetzt irgendwie rüber, ne? Da können wir auch lang. Das Ding ist echt riesig, Mann. Hier ist eine Schwanzfeder. Ja, läuft. Was für ein Riesenvieh. Was macht der eigentlich da hinten noch? Nein, 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 nein. Alter. Was ist das für ein Monstervieh? Okay, der. Wirklich riesig. Weg ist der. Also, ich hoffe nicht, dass wir gegen so ein Vieh mal kämpfen müssen. Aber ich denke mal schon, das läuft, glaube ich, drauf hinaus, glaube ich. Ich habe schon das Gisakraut von unten gesehen. Eindeutig ein paar Nummern zu groß für uns. Diese Einschätzung gut. Schließe ich mich an. Das haben wir Quillbohne, okay. Gut, dann müssen wir uns jetzt mal weitermachen. Wir müssen das Dino den Edelstein geben. Das ist hinten. Das ist doof, dass man hier einfach nicht runterspringen kann. Wenn man da jetzt runterkommt. Das hier. Final Elixir, okay. Ich würde einfach das einfach ein bisschen hier runterspringen, aber irgendwie uns das nicht gestattet. Schade. Darf ich mal wieder zusehen, ob ich hier runterkomme oder was? Dann hier runter? Nicht mal so ein klein. Das ist ja richtig dumm. Man könnte so perfekt abkürzen. Also muss im Weg wieder zurückgehen, wenn was läuft. Ich meine, das sind ja nur 900 Meter. Also, ja. Hier ist auch noch was, soll ich mal direkt mal mitnehmen. Regenbogenstaub. Noch passt es hier nicht, nein. Silberstaub. Leute, wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Like da und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst doch ein Abo da. Würde mich echt mega freuen auf jeden Fall. Ich bin ja noch ein relativ kleiner YouTuber mit 109 Abonnenten aktuell. Und ja, würde mich auf jeden Fall extrem unterstützen. So, jetzt muss ich in die Richtung. Da wir so lange laufen. Ich hasse das, ey. Weiß nicht, ob man die Strecke auch, hätte auch mit dem Auto fahren können, aber ich glaube, der fährt immer dann vorbei, weil es ja kein, weil es hier keinen Parkplatz gibt. So. Aber ich werde jetzt wieder versuchen, öfters Videos hochzuladen. Also am liebsten wäre mir sogar daily, also 7 Tage die Woche. Ja, das wird. Also ich werde das versuchen. Ich werde es einfach machen. Ich werde es einfach machen. Echt angenehm hier. Ja, das stimmt. Das ist nur so lange zu laufen, Mensch. Augen auf! War keine Absicht. Guck mal, das ist Karte Clown.
kann man das aber mitnehmen? Lull, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Was ist denn hier? Eisenklumpen. So können wir wenigstens ein bisschen teleportieren. Das geht ein bisschen schneller. Echt ein schönes Spiel, ey. Was sieht man hier rum? Eisenklumpen. Oh, kann man sich mal gönnen. MP-Stase. Was auf meine Fähigkeit eingesetzt habe. Ja, das stimmt. So, und jetzt müssen wir hier zu Dino. Nee, von dir will ich nichts. Nein, von dir will ich nichts. So, also, können wir auch schwimmen? Ja, dann schwimme ich da jetzt rüber. Oh, da liegt sogar was. Super Elixier. Läuft. Oh, wow. Gut, dann müssen wir darüber. Was ist hier? Fotografieren. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Achtung, Aufnahme! Oh, großartig! Das ist doch gut. Was steht hier denn? Enthüllungslauf. Okay. Was ist das? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Ja, nice, Ignis. Das ist doch schön, dass du ein neues Rezept hast, dann kannst du uns besser bekochen. Ne? So. Es ist übrigens gerade, wie spät ist es gerade? 2 Uhr morgens. Weil ich habe momentan echt die Schlafstörung. Keine Ahnung. Also, ich habe halt, glaube ich, 18 Stunden geschlafen. Das machen wir später mit der Katze. Ist das heiß? Allerdings. Willkommen am Galdin Kai. Momentan sind hier preisgekrönte Fotos des vierten Fotowettbewerbs zum Thema Ignis zu bewundern. Ah, nice. Ja, da fragst du nicht so viel. Willkommen zurück. Na, ich will doch nicht mit der reden, Mann. Nein. Wie kann ich Ihnen heute gar nicht behilflich sein? Du kannst mir gar nicht helfen. Warte, nur springen, mehr wollte ich doch gar nicht machen. Was liegt hier? Aus der Kosmogonie, die göttliche Sechs. Die göttlichen Sechs, der Riese Titan, so stark wie der Fels, der Donnergott Ramu, so weise wie die Welt. Die Eisgöttin Shiva, so gut wie frischer Schnee. Die Wassergöttin Leviathan, so tobend wie die Brandung der. Schwertgott Bahamut, so stolz wie blanker Stahl, und der Feuergott Irifit, so hitzig wie tiefster Verrat. Dies sind die Götter, die Eos geformt haben. Ah, okay, cool. Toll. Cool Story, Bro. So was Dummes. Wie krieg ich denn jetzt meine Lieferung rüber? Gar nicht. So, wo ist ein Dino? Da ist er. Gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht.
Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Okay. Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben, wenn er ein Embargo der Niffen umgehen kann. Ein Künstler in allen Lebenslagen. Haben wir hier jetzt eigentlich noch irgendwelche Aufgaben? Zungere Kätzchen. Machen wir, glaube ich, das erstmal, ja. Aber wir haben gar nichts, wir können gar nichts fangen, weil wir gar keine Angel haben. Was? Nee, dann geht das nicht. Machen wir es mal. Na, habt ihr schon gepackt? Ja. Mensch, seid ihr fix! Das Schiff fährt erst morgen. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Okay, nice. Gut, Leute, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Haut rein, Leute. Ciao.